Seit einigen Wochen sind in Kufstein Vermessungstechniker unterwegs. Die Daten, die sie erfassen, dienen als Grundlage für zukünftige Bauprojekte. Wir machen da jetzt eine Vermessung für einen Bestandsplan, der in weiterer Folge die Grundlage für einen Leitungsausbau ist. Sprich, wir nehmen die Mauern, die Schächte, Leistenstörner und Häuser auf zum Bemessen die Leitungen. Wichtig ist halt, dass man weiß, wo man baut, ja, im Vorhinein. Wo stehen Mauern, wo sind Einlaufschächte, wie kann man das verbinden, das Ganze. Wie werden die verschiedenen Standpunkte vermessen? Also wir haben einen Theodolit dabei und einen Lotstab. Und damit messen wir von amtlichen Punkten aus eigentlich nur die Koordinaten von Punkt zu Punkt. Und so lässt sich das dann berechnen und digitalisieren. Greifen die Vermessungsarbeiten in die Privatsphäre der Bürger ein? Da wird absolut kein Bildmaterial aufgenommen damit. Da werden rein die Messungen durchgeführt. Ja. Da sind nur Linsen drinnen, wo man dann eine Distanz misst und eine Winkelfunktion drinnen hat. Und das war's schon wieder. Es werden absolut keine Personen aufgenommen oder irgendwie in die Privatsphäre eingedrungen. Also keine Angst vor den Vermessern und ihren Werkzeugen. Bis Jahresende sollen die derzeitigen Arbeiten in Kufstein abgeschlossen sein.